Herzlich willkommen zum vierten Spiel vom Immern Cup. Ich gegen Flui oder Flui gegen mich. Oh, mal gucken, was es wird. Ich möchte mal nicht verlieren. Ja, ich spiele mal dieses komische Trikot. Gucken, was es wird. Auf alle Fälle wieder Fünferkette. Defensiver. So. So, mal gucken. Spiel ich mal vorne mit dem Stürmer. Gucken wir mal, was das wird. Spielen. Mal gucken, was das wird hier. Was wird, das wird. So, Morten. Ach ne. Los geht's hier. Wenn man wirklich mal so ein Tor erzielen könnte, ja, gut. Sie treffen heute zum ersten Mal aufeinander. Da dürfen wir gespannt sein. Ein Blick auf den Schiedsrichter. Das ist heute Sven Solomonsson. La Cassette. Arsenal mit dem Anstoß. So, die nächste Taktik, die ausprobiert wird. Flui spielt mit einer Viererkette. 4-2. 3-1 oder 4-3-3. Bin ich mir noch nicht ganz sicher. Und durch. Und Tor. Dachte ich mir. Glück gehabt. So lange wie möglich dieses Unentschieden halten und dann hoffen, dass wir vorne vielleicht mal entschießen. So, Ecke kommt. Und der Ball wird weitergeleitet. Spielt doch diesen Scheißball weg. Da steht die Abwehr sicher. Mohamed Salah. Und hier diesen Pass, weg ist der Ball. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Hector Bellerin. Ramsey. Kolasinac. Wir müssen nur kompakt stehen. Und das ist der Ballverlust. Jetzt müssen Sie aufpassen. Flanke jetzt. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Iwobi. Wir gehen jetzt auf Abseitsfalle. Das kann ein sehr effektives Mittel sein, wenn Sie es gut spielen. Und er schießt. Er kann abwehren, aber der Ball weiter im Spiel. Jetzt ist Platz für den Konter. Steilpass auf Sturridge. Steilpass kommt zu Sturridge. Coutinho mit der Riesenchance. Boah. Sie liegen vorne und schauen Sie sich diesen. Jetzt muss ich irgendwie klein faul spielen. Irgendwie versuchen, den weit genug von meinem 16er fernzuhalten, weil der war jetzt schon öfter gefährlich vom Tor als ich. Und das ist nicht gut. Aber Hauptsache, der fängt immer so schön gechillt an. Sie sind jetzt also in Führung. Oh, komm, ey. Gut. Der Angriff ist erstmal vorbei. Sie verlieren den Ball. Nathaniel Klein. Szene geht weiter. Boah. Jorginho Wijnaldum. Hallo. Guter Pass. So machen Sie das Spiel breit. Ach, den Beine getroffen. Ab zurück. Ball bei Özil. Nun Alexis Sanchez. Tja, was gibt's zu Alexis Sanchez zu sagen? Der Chilene ist schnell, er ist antrittsstark, er ist ausgesprochen torgefährlich und er kann nicht nur sehr.
selbst treffen, kann auch gut vorbereiten. Boah, was für ein Powerkopfball. Liverpool kann es einfach gegen Arsenal. Fuck! Das war richtig schön Tempo. Also mit dem Tempo, mit der Taktik, läuft's besser als in den letzten Spielen. Viel defensiv aufgestellt. Mit dem nur von Kontern. Schick. Da wird sie auffragen, was los ist. Du weißt du bestimmt meine vorherigen Spiele. Ronaldo. Mané. Jetzt Firmino. Ronaldo. Ah, fuck. Schack Klatne 50. Guter Steilpass. Das könnte es sein. Der Ball prallt zurück vom Pfosten. Schön, dass es den Elfmeter nicht gibt. Gefault. Mané. Roberto Firmino. Das könnte gefährlich werden. Ah. Guck klar. Jetzt Alexis Sanchez. Kurz noch ein paar Worte zu Alexis Sanchez. Aber der Chilene wird vermutlich heute versuchen, La Cassette. Auf seiner Seite Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen. Er ist sicher derzeit einer der stärksten. Er schießt! Boah, jawohl, ich hab versteht wenigstens das erste Mal hier. Jetzt ja, nicht zu so früh loben, das Ding. Ist noch nie gegessen, noch lange nicht. Sead Kolasinac. Boah, Coquelin. Coquelin, nee, Coquelin heißt er. Hat er gut gemacht, der Typ. Nun Aaron Ramsey. Die Gunners greifen wieder an. Was denn? Der Schiedsrichter ist Luft, es geht ganz normal weiter. Da trennt er ihn fair vom Ball. Oh oh. Er köpft den Ball zum Mitspieler. Alexis. Wichtiges Tackling hier. Lovren. Wird das? Ja, Coutinho, super Pass. Und jetzt die Chance. Tor. Boah. Drei Konter, drei Tore. Boah, ich war noch nie so effektiv in FIFA. Was geht hier? 4-1 verloren bisher, 1-1, 2-3 und jetzt auf einmal schieße ich mehr als zwei Tore. Ich war mit einem Tor schon pro Spiel zufrieden. Jetzt müssen sie aufpassen. Mané. Holt er sich vollkommen problemlos. Gut. Ja. Vier Schüsse, ey. Vier Schüsse, drei Tore. Der wird sich auch fragen, was los ist hier. Und ich frage mich das auch. Sie haben drei verschiedene Torschützen. Wenn sie weiter konzentriert bleiben, dürfte in Durchgang 2 nicht mehr viel passieren. Jetzt wird's gefährlich. Ui. Das war wohl doch etwas voreilig. Hector Bellerin. Jetzt Mesut Özil. Oh oh, das ist rot. Oder sofort pfeift. Das ist rot. Ja, für solche Aktionen sieht das Regelwerk einen Platzverweis vor. Wird's jetzt gefährlich? Hallo. Boah, das wär's noch gewesen. Nee, man, nicht spielt weiter. Er muss runter. Folgerichtig, würde ich sagen, oder Buschi? Ja, er hat einfach einen schlechten Tag erwischt. Angesichts dieser Leistung war klar, dass der Trainer irgendwann Abwehrriegel. Auf dem Papier her sind beide Teams nahezu gleich stark, aber die Anzeige hat Alexis, den muss er machen. Boah, scheiße, und schon. Der Rückstand ist enorm, ich glaube nicht. Scheiße, fällt uns in. Das Tor. Oh,
Tor ist absolut verdient. Definitiv. Sie spielen richtig gut und hatten ja schon einige gute Chancen. 3-1 heißt es also jetzt. Lovren. Coutinho am Ball. Klasse Aktion, Ball ist weg. Jetzt kriege ich gar nicht mehr gebacken. Diese rote Karte war dumm. Und Arsenal greift an. Super Einsatz, da kann er ihn stoppen. Ja, Coutinho, super Pass. Chance für Sturridge. Gut gehalten. Ich will jetzt irgendwie die Zeit runterkriegen. Das könnte die Chance werden. Ah! Und er gewinnt den Zweikampf. Da war doch schon dreimal im Aus der Ball. Özil. Halbe Stunde noch, dann ist das Spiel vorbei. Was? Sowas wird gepfiffen. Hallo. Jetzt Koscielny. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Und Coutinho. Und den spielt er gleich wieder zurück. Mané. Da ist er aufmerksam und hat den Ball. Klasse. Und Aaron Ramsey. Und da ist der Ball wieder weg. So, über die Mitte. Mann! Hat er sich auch noch verletzt? Und Aaron Ramsey. Welcome. Komm, Ramsey. Bitte. Irgendeiner. Mesut Özil. Alexis Sanchez. Sehr guter Einsatz. Gute Aktion, da ist die Flanke. Ganz stark abgeblockt. Theo Walcott. Und jetzt die Chance. Das ist doch... Große Grütze. Hallo. Ich will wechseln, ich drück. Ja, so kann man ganz schnell untergehen, so wie ich das gemacht habe. Die rote Karte war der Cut im Spiel. Ha, fuck. Es läuft gar nicht. Wie lange ist denn noch? Oh Gott, das sind jetzt wenigstens Stunden. Sie haben den Anschluss. Es ist noch genug Zeit, um den Ausgleich zu schaffen, oder ich will es gar nicht aussprechen, vielleicht sogar noch mehr. Martin. Emre Can. Die kurzen Pässe jetzt, sehr ballsicher sind sie da. Sie haben natürlich auch die Führung im Rücken. Lovren. Pass auf die Außenbahn. Oh, ich dachte, die machen mehr in dieser Szene. Aber jetzt haben sie den Ball verloren. Bei den Gästen wird jetzt mit Abseitsfalle gearbeitet. Das erfordert gute Abstimmung in der Defensive. Sicherlich nicht das einfachste Mittel. Nun Walcott. Walcott. Jetzt wird's gefehlt. Hallo. Klasse Technik. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Das Spiel, jetzt ist er durch. Aktion geht weiter. Boah, Ecke. Ball draußen, das gibt jetzt Eckball. Ecke wird kurz ausgeführt. Da kommt die Hereingabe. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Theo Walcott. Oh oh. Yes! Minole! Boah! Scheiße, ist das ein knappes Spiel. Die Ecke kommt rein. Geklärt, aber der Ball gut, war keiner dran. Da kann er klären. Was? Da passt der Gegner auf, aber der Einwurf muss auch anders kommen. Vorteil jetzt für Arsenal. Da pfeift der Freistoß.
Naja, alles in Ordnung. Fuck, was für ein Spiel. Das ist sehr intensiv mit den Nerven. Weg. Gut, Zeit lassen. Zeit lassen. Ach komm, ich spiele doch den Ball. Ist vorne noch jemand? Ist rechts noch jemand? Steh auf, Melole. Oh, ist abseits? Oder was? Ja. Dort steht keiner, das kann ich hinschießen. Aber ich kann auch vorne nicht mehr reisen mit dem Team. Boah. Oh oh. Steht keiner mehr, die sind sofort defensiv orientiert. Hector Bellerin. Wird hier nochmal gefährlich. Sie wollen unbedingt den Ausgleich. Nein! Nein! Das ist scheiße. Mann! Echt beschissen. Aber ich hab drum gebettelt. Der freut sich bestimmt gerade wie ein kleines Kind. Aber, mit dem Spiel weniger kann ich nichts erreichen. Ja, das war klar, dass sofort nachher abgepfiffen wird. Ich hätte nur noch eine Sekunde durchhalten müssen. Scheiße. Scheiße. Eins der bittersten Spiele. Danke fürs Zuschauen. Und ich hoffe, nächstes Mal wird es besser. Aber ich denke mal nicht. Ciao.